springen, wenn ich die Arena anmache. Warte. Darf ich das mal? Warte. Soll das so jeden ausschicken? So, jetzt hängt das gleich zu Beginn. Geh doch mal. So. So, und hallo und herzlich willkommen zurück. Darf ich mal sehen, wie die Bälle hier springen? Pass auf, folgendes. Bevor du jetzt hier erzählst, was irgendwie passiert, das weiß ja noch gar niemand. Ich habe mal in kleinster Feinarbeit. Habe ich mal heute Morgen im Bett noch was Kleines gebaut. Und wir zeigen euch jetzt mal, was das ist. Und das macht ja, der Junior, zeig's mal. Ja, indem du, wenn du da bist, den zeige ich das dann mal. Genau, ich komme mal angelaufen. Und zwar gehen wir zu unserer, hier ist eine kleine Wand, die habe ich hingebaut. Und dann müssen wir jetzt hier hochfliegen. Da sind wir hier auf einem kleinen Booten. Und dann gucken wir uns das mal an. Hier, schau mal. Hopp. So. So, ich scroll ich mal ein bisschen raus und jetzt sehen wir hier mal, hier sind ein paar Fallen. Kann ich das noch weiter machen? So, dann geh mal rein an unseren Schalter, bist schon da, drück mal. Und jetzt guck dir das an. Bälle. Das sind Stachelbälle und nicht nur Stachelbälle, sondern auch ein paar Speere sind da drin. Und jetzt gucken wir mal, was passiert denn hier, wenn wir jetzt hier wirklich gegen den Frost- oder Kürbismund kämpfen. Weil es ist nämlich schon, es ist schon fast nah. Das Ding ist, das hier geht gar nicht. Ich überlastet gerade. Das ist der, muss glaube ich mal kurz pausieren. Was mal, wir müssen noch schnell Folgendes machen. Ich muss mir machen schnell. Das geht. Irgendwas verletzt mich hier hart. Ein Schleim. Ach, jetzt geht's wieder. Auch nicht schlecht. So. Das ist natürlich jetzt, wir sehen hier ja, für die Aufnahme und alles. Hartes Ding. Oh, das ist ja wirklich krass. Hier stimmt doch was nicht. Aber auf jeden Fall, wahrscheinlich sind es zu viele Stachelbälle für die. Oh nein, das hast du keine Chance, das verlierst du da unten. Schnell, geh da drüben, flieg da wieder raus. Schnell, flieg da wieder raus. Ich schalte aus, das Ding hier. Ich hoffe, ich kann es abschalten. Rechtzeitig. So, auszuschalten ist. Jetzt hören sie erstmal auf. Jetzt kommen erstmal keine Kunden mehr. Zum Glück scheint gerade eine Arena drin, ne? Bist du da? Lebst du noch? Ja. Oh, oh, oh. Genau, du kannst ja nach rechts immer fliehen, indem du hier einfach drüber springst. Die Bälle dürften hier nicht drüber fallen. Dürften sie nicht, sage ich einfach mal. Dürften sie nicht. Ne? So, jetzt können wir natürlich mal gucken. Jetzt ist es gleich Nacht. Ne? Ich gehe mal an den Start hier. Ich schaffe mir das Werkzeug nur schnell weg. So. Da rein in die Kiste. Schaffe ich mal das Werkzeug. Ich habe auch noch irgendwie so eine Fiole gefunden hier. Leg ab jetzt. So, was haben wir hier noch? Was ist denn das? Was ist denn für eine Fiole? Komm jetzt her. Erhöht Bewegungstempo 25%. Na gut, was soll der Geiz? Wie spät haben wir es denn jetzt? Uhrzeit 6.53 Uhr. Es ist gleich Nacht. Also rufe ich mal das Geschenk hier heraus. Jetzt ist 6.58 Uhr. Ich nehme das mal raus. Ich hab noch was ganz Cooles gefunden. Wenn ich jetzt hier drüben, warte mal, wo ist denn das? Ich habe doch irgendwo hier Dreck reingelegt, warte mal. Ich schalte schon mal die Arena an. Dreckblock, pass mal auf. Du hast gerade gesehen, ich habe 101 Trüffelwürmer. Und zwar, pass mal auf. Ich weiß nicht, was das war, aber es hier gibt irgendwie irgendeinen Bug, glaube ich. Wir sind jetzt hier unterhalb des Pilzbioms. Und jetzt will ich hier, pass mal auf, wenn ich jetzt hier hin Dreck bauen will, also ich hoffe, das haut jetzt hin. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich das gemacht habe, hier, als ich die Wand gemacht habe, habe ich hier versucht, Dreck zu bauen. Jetzt ist es Nacht. Jetzt geht's nicht. Ich weiß nicht warum. Da sind massenhaft Trüffelwürmer rausgefallen. Jetzt ist Nacht. Jetzt ist Nacht. Jetzt muss ich wieder abbauen. Vielleicht war es auch nicht Dreck, sondern Schlamm. So. Stimmt. Doch, das war ich drin. Ich mach die Arena an. Arena an. Arena ist an. Ich zoome raus. Oh, es war zu weit rausgezoomt. Macht er im Hintergrund irgendwas gerade? Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Eigentlich durfte er nicht irgendwas im Hintergrund machen. Ich speichere mal die Map ab. Ich guck mal kurz. Der macht nichts im Hintergrund. Ich weiß nicht, was hier los ist. Okay, wir rufen jetzt den Frostmund herbei, weil wir nicht viel Zeit für so eine Spielerei haben. Geschenk habe ich schon in der Tasche, glaube ich. Hast du deine Freundin schon gerufen? Nee, mach ich. Du kannst schon mal rufen. Warte, bin ich dabei? Bin schon mein dabei? Stab macht 75 Beschwörungsschaden. Ehrlich? Ja. So, also rufen. Rufen. Der Frostmund ist aufgegangen. So. Der Frostmund
Der Großmutter ist am Start, das ist richtig cool. Ich kann nicht umschalten. Guck dir das mal an, denn mir spinnt hier irgendwas. Stufe 1. Stufe 1, was ist das? Stufe 1? Was ist Stufe 1? Der nimmt nicht an hier. Was ist da steht jetzt nur irgendwas mit Lebkuchenmann und Zombie-Elf. Alles kein Problem. Du musst kurz auf mich warten. Jetzt kommt schon Tannenbaum. Du siehst jetzt schon so mal in der vierten oder fünften Tagesproblem hier. Das schaust du mir gerade ab. Aber bei mir geht alles kaputt. Jetzt kann ich wieder umschalten. Jetzt kann ich auch die Blasenkanone wieder aufdrücken. Der hängt gerade irgendwie. Irgendwas ist da gerade gewesen. Da wird es bestimmt wieder Ton, Bild. Leck sein. Ich versuche jetzt mal Folgendes. Aber wir sind auf der anderen Seite der Brücke keine so eine Fallendinger. Nee, ich habe noch nicht alles, aber auch nichts mehr hier. Ich muss kurz eine Aufnahmepause machen und ich hoffe mal, dass dabei jetzt nicht das Spiel abstürzt. Damit man den das heißt, mal noch ein bisschen. Ich drücke mal Pause. Da ist schon erstmal der Baum. Na, das ist nicht das Problem. Da machen wir gleich schnell platt den Baum. Wir wollen ja die Rasierfläche kriegen. Der nächste Baum. Wenn das nächste Mal ein Baum da unten reingeht in den Tunnel da, hat er natürlich ein Problem. So, App warten. So, ich drück mal hier hoch. Ich drück jetzt mal hier auf Pause. Ich versuch mal kurz einen Aufnahmestopp reinzuhauen. So, ich bin wieder da. Und jetzt helf mir mal kräftig, bitte. Warte mal, hier unten ist der, was ihr sagt. Du musst da gerade 11 Kopf dort. Wir müssen aufpassen. Es geht trotzdem nicht. Es ist wahrscheinlich die Stachelbälle, sind zu viel hier an Übertragung. Ich weiß auch nicht, was das ist. Was macht der jetzt? Doch nicht hier irgendwie online gehen, Alter. Dort hier. Fortsetzen. Was macht denn der hier für eine Käse? Wie heute? So. Ich bin mal in der Arena, da ist schon so viel los. Genau. Wir gehen weg vom Haus. Und wir haben halt die falsche Musik. Naja, das hörst du immer. Was ist denn da? Hier ist doch Dreck. Das ist doch normal. Was ist denn da? Da unten kannst du Nussknacker. Bei mir ist der nächste Tannenbaum. So, warte, ich komm mal rüber. Hoch, hoch! Was denn da unten drin? Ich kann es ja einsam entgehen, die Herzen. Da liegt noch ein Tannenbaumschwert und hier liegt noch was. Dummen Elfen laufen natürlich da unten rein. Das ist natürlich nicht schlecht. So. Ich habe was Neues eingesammelt. Ich habe kurz 2 Linsen weggeschmissen. Da ist der nächste Tannenbaum. Ich habe 2 Linsen weggeschmissen. Komm her. Und was Neues. Ärgerlich. Hätte ich hier wirklich was hinbauen müssen. Ah, komm. Geh ruhig hier rüber. Lock den hier rüber, den Tannenbaum. Ja, dann kriegt er meine Luftblasen nämlich gleich ab hier. Die Luftblasen? Ja, siehst du hier meine Wasserblasen. Jetzt läuft er da rein, siehst du? Welle 7 kommt jetzt schon. Die hat ein bisschen schnell eingesammelt. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Stachelbälle hin, auf jeden Fall. Auf jeden Fall war das keine gute Idee, aber ein bisschen doch. Was war keine gute Idee? Was willst du jetzt schon wieder erzählen? Mit den Bällen, aber ein bisschen gut war so, doch, da kommt das erste Mal rein. Ich habe einen Weihnachtsbaumstart bekommen, das will ich natürlich nicht haben. Ich habe auch was Neues bekommen. Hast du eine Rasierfichte bekommen? Nee, was von Tannenbaum. Ja, das ist ein bisschen. Darf ich die essen? Ja, nimm sie dir. Nee, das ist bestimmt nicht die Rasierfichte. Du hast bestimmt die Rasierfichte bekommen, das wäre ja ein Ding. Soll ich dir mal kurz zeigen? Nach dem Kampf kannst du mir das zeigen. Okay. Wie lange also hier sind 100.000 Stachelbälle da unten. Das ist gut, aber hier drüben fehlen sie noch, auf jeden Fall. Du lock ruhig die Gegner hier unten rein. Also du kannst ruhig wirklich, guck mal, jetzt kommt der Tannenbaum hier, der Weihnachtsmann. Aber auf dem Weihnachtsmann, dem passiert gar nichts. Was ist denn überhaupt mit dem, was ist mit dem komischen Elf, warum passiert dem nicht? Was ist denn hier los? Ey, und wieso greifen die Geschenke so doll an? Das sehe ich schon bei allen. Die machen viel Schaden, ne? Der Weihnachtsmann da unten, der nimmt kein, dem passiert nichts da unten in unserer Stachelwelt. Werden die etwa immer stärker? Ich muss mal gucken, dass ich den da platt mache. Irgendwie, warte, ich fahr mal hier runter. Was ist denn? Komm her, Weihnachtsmann. Jetzt bleibt er da einfach da drinnen stehen. Dem passiert aber nichts. Der ist immun gegen den Schaden irgendwie. Guck mal hier, dem passiert da gar nichts. Der füllt keine Lebensenergie.
Das war eine schlechte Idee. Naja, irgendwie hat's... Die Stachelbälle hält ja mal, dass man durch das Nerven... Mach nur ganz, ganz viel Schaden. Ja, mach mal die anderen erstmal platt. Ich bräuchte noch einen weiteren Tannenbaum. Hast du die Rasierfläche bekommen? Kann ich mal kurz sehen, was du gekriegt hast? Oder hast du noch einen Rasierbaumstab bekommen? Ich kann's dir ja mal zeigen. Ja, es ist die Rasierfichte! Es ist die Rasierfichte! Du hast die Rasierfichte bekommen! Mega nice! Die haben wir, auf die haben wir gewartet. Aber die hat nur 58 Fernkampfschaden. Ey, komm her, du Weihnachtsmann. Jetzt bin ich reingekommen. Das war die Rasierklinge, oder? Die Rasierfichte. Die Rasierfichte. Die ist nämlich super gut, um Schaden zu machen. Richtig viel. Aber die macht nur 58. Guck ja, mal. Ja, das ist noch nicht so schlimm. Die machen wir ein bisschen besser noch. Bei einem Tüftler. Die kriegen wir schon gebacken, ne? Das kriegen wir schon hin. Den Weihnachtsmann, den juckt das da gar nicht. Komm doch mal her, du Blöder. Komm mal zu mir rüber, bitte, kleiner Spatz. Damit er hier auch rübergefahren kommt. Da muss er irgendwie rübergefahren kommen. Ja, das ist gut. Ja, guck mal. Das bleibt da stehen, bleibt da stehen. Wir kommen nämlich nur auf mich, weil ich die Käferrüstung habe. Genau so ist es nämlich. Da fährt er immer hinterher. So, der ist kaputt. Darf ich die Erdnahrung? Du, mit deiner Waffe bist auch gut. Muss man sagen. Soll ich die mal schnell zur Hand nehmen? Ja, nimm ruhig. Du hast ja gerade die Blubberblasen schon rumgeschmissen. Die Fichte nützt jetzt nicht. Welle 8 ist jetzt dran. Ich nehme mal die Rasierfichte mal. Ja, die nützt dir aber jetzt nicht. Weil du keine Magierrüstung anhast. Die ist zwar schnell. Und die verbraucht mir Mana. Die verbraucht Mana. Pass auf, wir müssen ins Weihnachtsmann reinfahren. Die Nacht ist gleich vorbei, glaube ich. Jetzt fährt er hier raus. Was ist denn jetzt los? Der Wie macht denn der das? Wie macht denn der das? Wieso fährt denn der hier raus? Pass auf, geht hier in die Arena rein, dann kommt er wieder hier reingefahren. Echt? Ernsthaft? Wie macht denn der das? Wie machst du denn das? Der fährt einfach durch die Wand durch. Anders geht's nicht. So, das ist doch kaputt. Der ist weg. Ich hab das erste Mal die Rasierfläche. Da ist noch einer drin. Da ist noch einer drin. Pass auf, ich komme wieder rein. Ich hab hier die Rasierfläche. Du hast die erste Rasierfläche von uns bekommen. Das ist super. Oh je. Yeah. Mit der Waffe sind wir unbesiegbar. Tot. Wenn wir die Waffe haben, dann kommen wir hier in meine Nähe, damit ich dich heilen kann. So, jetzt kommt Stufe 9. Hier unten sind Herzen. Hier sind die holen. Gehst du dir holen? Jetzt bin ich auch schon gesund. Pass auf, vielleicht hat er die Arena so. Du bist ein Gauner. Ich muss immer drüber fliegen. Jetzt ist die Nacht vorbei. Aber wir haben... Guck mal, kannst du mir die hinschmeißen? Oder vielleicht habe ich sie auch selber bekommen. Nee, habe ich nicht. Kannst du mir die hinschmeißen, die Rasierfichte? Du gibst mir ja dann... Guck mal, da unten ist noch ein Krampus. Du gibst sie mir dann aber nachher so, ja, wenn ja. Sie verstärkt ist. Ja, okay. Ja, ich möchte wenigstens mal gucken, guck mal, der Krampus kann nicht wegrennen. Siehst du das? Er will weglaufen, aber er kann es nicht. Durch die Stachelbälle. Da will ich mindestens mal sehen, was bei dem schießt. Helfen die ja offensichtlich. Na, gibt's, na ja, mach doch. Und dann gib mir mal die Krasierfichte bitte, damit ich sie verstärken. Und nicht dann, nur das, sondern auch für mich benutzen kann. Bleib mal stehen, ansonsten gebe ich sie dir gar nicht. Die Rasierfichte agil. Jetzt kann man nämlich die Blubberblasenwaffe ersetzen. Oh, das war die Blubberblasenwaffe. Ach, was soll's. So hier. Wollen wir nochmal gegen Fischrunde ankämpfen? Weil ist ja ultra schnell. Jetzt gehe ich die mal verbessern. Ich gehe mal Geld holen. Ultra schnell, aber nicht so sehr stark. Aber das wird sie auch schon. Ja doch, die ist nicht ganz so stark, da hast du recht, aber die ist halt sehr schnell. Da ist man nicht mehr. Das ist ja der Wahnsinn. Ich hab sie bekommen. Du hast sie eingesammelt. Das war richtig gut. Weil ich hatte auch was liegen gesehen, hab schnell zwei Linsen weggeschmissen und dann habe ich sie eingesammelt. Super. Angeblich ist sie gar nicht so, so ein seltener Drop. Es ist erst 5:52. Wir haben ja nur 500 Mal gegen das doofe Vieh kämpfen müssen. Ich nehme einfach mal unsere ganze Platin raus, gehe ich mal hoch zum Goblin-Tüftler. Und dann machen wir mal aus der Rasierfichte gleich mal das Beste, was wir irgendwie können. Und dann wollten wir noch von der Fleischwand unten noch so ein Symbol holen. Das machen wir aber in der nächsten Episode. Wenn das machen wir in der nächsten Episode, aber wir können ja noch mal gegen Fischrund kämpfen. Dann mache ich dann die Kamera wieder an, wenn das Tablet wieder läuft. Machen wir dann... Wo ist denn jetzt hin, der Spacko? Hier steht da. So. Also, hin zum Goblin-Tüftler. Und dann gucken wir mal, was wir hier haben können. Also, diesen Moment agil, 12% Tempo. 72 magische Schaden. Das packen wir mal drauf. 75. Unangenehm. Überlegen. Hier hat sie 80 magische Schaden. 10% mehr Schaden. Überlegen ist schon ganz gut. Kraftvoll. Dämonisch. Heißt 83 Schaden. 15% mehr und 5% kritischer. Dämonisch also ganz gut. Intensiv.
80, 10% weniger, 20% weniger. Überlegen was. Wo haben wir diese Statue denn bekommen? Tödlich. Wo haben wir denn diese Statue hier bekommen? Dann nehmen wir dämonisch. 83. Weiß ich nicht. Ach, die habe ich gekauft gehabt. Bei wem denn? Plus 15% Schaden und plus 5% kritische Trefferchance. Dann nehmen wir das einfach mal mit. Achso, ich habe hier eine Füße. Hast du die von denen hier gekauft? Ja, hier. Irre, so. Irre. Jetzt sind wir natürlich nicht mehr irre zu besiegen, denke ich mal. Also ich glaube, jetzt sind wir... Gibst du mir die jetzt wieder? Ja, du bekommst sie gleich. Ich mache jetzt mal ganz kurz eine Aufnahmepause. Dann mobbelst du mir die schnell und dann kriegst du die wieder. Ne? Das heißt, ich sage jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und bleibt mir schön gesund. Bleibt mir schön gesund. Wir wollen nicht, dass ihr krank wird. Tschüss.